Das Duell der Gruppenliga-Aufsteiger steht auf dem Plan. Tabellenvorletzter Burghauen empfängt den 12. die SG Haunetal. Für die Gastgeber stehen nach 7 Spielen lediglich 3 Punkte auf dem Konto. Haunetal steht bei 2 Siegen und 3 Unentschieden etwas besser da. Beide Teams sind ausfallbedingt geschwächt. Die Begegnung startet rasant. 6 Minuten sind gespielt, langer Ball in den 16er der Gäste, Hiseni tunnelt Bachmann, Weber, Rehn. 1:0 für die Gastgeber. Ein Start nach Maß für die Herren in Schwarz. 3 Minuten später. Die Gäste kommen über links. Der Ball kommt scharf rein. Vladau leitet weiter und Bachmann bringt aus kurzer Distanz die Kugel im Netz unter. Die direkte Antwort der SG aus Haunetal. Und diese legt in der 14. Minute gleich nach. Wir haben keine Torchance ausgelassen. Ein langer Ball in den 16er. Hemmelmann setzt sich gegen Ebert durch und lässt Daniel Heinrich im Tor keine Chance. 3 Tore in 14 Minuten, diese Begegnung startet vielversprechend. Freistoß Burghauen. Ebert täuscht an, Dietzel prüft den Keeper. Schöne Flugeinlage. Der RWB ist jetzt im Vorwärtsgang über Kapitän Marius Ebert. Ebert steckt durch auf Lukas Haider, der vor Walper an den Ball kommt und ausgleicht. 2:2 nach 35 gespielten Minuten. Damit gehen beide Teams in die Kabine. Erste Szene in Halbzeit 2, Freistoß durch Michael Straub auf Höhe der Mittellinie. Haunetal scheint gedanklich noch in der Kabine zu sein, Florian Dietzel kann nicht freier stehen und kann mit dem Hinterkopf die erneute Führung erzielen. Haunetal wird hier kalt erwischt, ein Auf und Ab für beide Mannschaften. Die Partie wird hitziger. Schiedsrichterin Olivia Depta pfeift hier faul für die Gäste. Alles in Ordnung soweit. Nun will David Hugo schnell an den Ball, schubst dabei seine Gegenspieler zur Seite. Depta berät sich mit ihrem Assistenten und zeigt Hugo die Ampelkarte. Haunetal ab sofort nur noch zu 10. Die nächste Szene gehört den Hausherren in Schwarz. Andreas Blondi-Weber ist frei vor Keeper Walper, aber an ihm kommt er nicht vorbei, den muss er eigentlich machen. Weber steht auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt. Er stellt sich beim Freistoß vor den Ball. Wenige Minuten vorher hat er schon gelb gesehen und so muss auch er mit gelb-rot vom Platz. Es geht hin und her. Nun die Gäste. Bei der Flanke soll hier Fladau im Abseits gestanden haben. Das Tor zählt nicht. Schwierig zu beurteilen aus unserem Winkel der Kamera. Der Assistent steht besser. Nun wieder der RWB auf dem Weg nach vorn. Hüseni wird geschickt und ist durch. Vorbei am Keeper, vorbei an Marc Blucher. Und da ist das 4:2. Die Entscheidung nach 83 Minuten. In der 90. Minute sehen wir einen fast identischen Angriff. Alban Hiseni bekommt den Ball in den Lauf gespielt, vorbei am Keeper und wieder liegt der Ball im Netz. Hiseni markiert mit seinem zweiten Tor den 5:2 Endstand. Burghauen holt nach einem umkämpften Spiel gegen Haunetal die zweiten wichtigen 3 Punkte und muss am nächsten Spieltag gegen Spitzenreiter Petersberg ran. Uwe Hartmann ist bei uns am Mikrofon. Also 3 Punkte, lang ersehnte 3 Punkte und ich denke auch verdiente 3 Punkte. Habe es gerade im Kreis gesagt, war sicherlich heute nichts für Feinschmecker. Das Spiel um 90 Minuten, aber wir hatten uns das viel vorgenommen, gerade nach der Niederlage gegen Vitaola. Und ich muss echt sagen, aufgrund der 4 Ausfälle, die wir heute hatten, hat das die Mannschaft super gemacht. Wir haben komplett umgebaut in der Abwehr. Die beiden Sechser haben wir ausgetauscht. Wir haben heute Tilly Schrauber als Stürmer Libero spielen lassen, der hat es überragend gemacht. Gehen auch mit 1:0 in Führung, kriegen unglücklich dann durch Kondor eigentlich 2 Chancen von Haunetal, auch 2 Tore. Wir waren in der ersten Halbzeit auch schon dominant und haben auch mehr investiert ins Spiel. Und die zweite Halbzeit sind wir dafür belohnt worden und der Sieg geht auch in der Höhe absolut verdient in Ordnung. Ja, nächste Woche Sonntag geht's dann, oder Samstag geht es dann gegen Petersberg. Der Trainer hat heute zugeguckt. Da habe ich gesehen, Goran, ja. Ja, da kommt einiges auf euch zu, oder? Ja, aber ganz ehrlich, wenn du heute einen Dreier geholt hast, dann fährst du im Selbstvertrauen darin. Und ich sage, wir haben gegen Bachheim gute Spiele gemacht, wir haben gegen Künzler gute Spiele gemacht und warum soll man gegen Petersberg auch ein gutes Spiel machen? Also ich habe da keine Angst. Das gibt den Jungs Selbstvertrauen und wir fahren jetzt als Außenseiter nach Petersberg. In der Rolle fühlen wir uns wohl und dann schauen wir mal, wie wir aus der Sache rausgehen. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.